So, jetzt musst du nicht wieder deine Nase da drin haben. Also, ich habe jetzt hier drin circa 15 Efeublätter und ich wollte jetzt mal probieren, die als Waschmittel zu benutzen. Und zwar habe ich das im Video gesehen von der lieben Susanne. Ich werde euch das noch verlinken in der Infobox und jetzt wollte ich das selber mal ausprobieren. Ich melde mich dann wieder. Hier habe ich noch ein T-Shirt, das ich auch mit rein tue. Das hat ein paar Flecken hier vorne. Da können wir gleich mal sehen, ob das damit rausgeht. Ich bin mal gespannt. Ich habe die Blätter auch noch ein bisschen klein gezupft, dass die Wirkstoffe, die da drin sind, sich besser entfalten können. So, bis später dann. So, jetzt bin ich hier vor meiner Waschmaschine. Jetzt kommt hier mein T-Shirt rein. Alles andere schon drin und jetzt der Beutel mit den Efeublättern. Na, drin bleiben. So, hier drin habe ich nur ein bisschen Weichspüler, also kein zusätzliches Waschpulver. Und jetzt schalten wir die auch live an. Hier muss ich drauf drücken, Moment. So, und es geht los. So, jetzt gucken wir mal nach dem Ergebnis. Also riechen tut es schon mal gut, aber das kann natürlich auch vom Weichspüler sein. Hier ist der Beutel mit den Blättern. Da haben wir ja das Oberteil mit den Flecken. Nur noch das Vorderteil finden. Das ist das Hinterteil. Hier ist das Vorderteil. Die Flecken sind weg. Also ich bin ja begeistert. Ist total sauber. Die waren direkt hier auf dem Vorderteil. Hier. Und da ist nix. Also als Fazit muss ich sagen, es riecht frisch, sieht frisch aus. Könnte man öfters machen, zumal wir sehr viel Efeu draußen haben. Falls ich noch einen Nachtrag dazu haben sollte, falls mir noch was auffällt, dann würde ich da noch mal was hinten dran schieben. Aber ansonsten ist es sehr empfehlenswert. Solltet ihr mal probieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss!